Hey Leute, ich bin Max Holz und wenn ihr unendlich Geld, Rang und Unlock-Alls für GTA Online braucht, könnt ihr euch an die erfahrenen Modder vom offiziellen WePlay Oldschool Modder Team wenden. Die sind 100% safe. Der Link zu ihrer Facebook-Seite ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ich brenne und ihr seid bei der neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Ich zeige euch eine coole Methode, wie ihr praktisch in jede Wand reinbreachen, reinglitschen könnt und ihr könnt das halt überall machen, wo ihr Bock habt einfach. Das ist ja das Coole dran, weil ihr macht das Ganze mit dem Panzer. Zeige ich euch gleich. Erstmal snackt ihr euch den Panzer von dem Millibase, da fliegt ihr mit dem Cargo-Bob hin und da hängt er dann einen Haken, natürlich mit Kopf schon weg, logisch, ihr wollt ja nicht das ganze Militär am Hals haben. Und er fliegt dann den Panzer irgendwo hin, wo so eine flache Wand ist wie die hier gerade beim Pier. Schaut mal, ich bin gerade hier beim Pier. Und ja, dann stellt ihr den Panzer so hin, wie ich den hier gerade hingestellt habe. Mit dem vorderen Ende so ein bisschen schräg, dass das vordere Ende die Wand halt berührt. Ja, so wie hier gerade. Und dass ihr hier praktisch hinten so reinlaufen könnt, dass es so im Winkel steht. Wichtig, vorne muss er die Wand berühren und er muss so im Winkel stehen, dass ihr reinlaufen könnt. So, jetzt macht ihr Folgendes. Ihr rennt volle Kanne hier rein. Bam, 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 bam. Ihr spammt sozusagen X. Und ihr seid schon im Wall Breach. Und das könnt ihr halt bei jeder Wand machen, wo ihr praktisch den Panzer so ranparken könnt, ja? Jeder verdammten Wand. Fuck, ist das übelst am Glitschen hier. Das klappt beim Casino, das klappt beim... Ich bin schon wieder draußen. Casino, beim Flughafen klappt das, beim Container, Frachthafen. Eigentlich überall halt, ja? Überall, wo ihr solche flachen Wände habt, da wo es halt gut passt, wo ihr den Panzer halt so gut so hinstellen könnt. Also vorne nochmal, vorne hier so berühren muss er. Und dass er halt dann so schräg steht, dass ihr hier so reinrennen könnt. Wichtig, ihr müsst reinrennen. Auf Last Gen, also auf 360 und PS3 ist, glaube ich, so, da müsst ihr ein bisschen noch paralleler parken, dass ihr dann reinbreachen, reinglitschen könnt. Probiert es einfach mal aus. Das ist halt super geil, super nice. Im Casino war ich auch schon drin. Gibt es nicht viel zu sehen, kann ich jetzt schon sagen. Sieht halt nur diesen Eingangsbereich, den man auch sonst so sieht. Aber es ist halt cool. Ihr könnt überall mal, wo ihr gerade euch so, keine Ahnung, was euch so in den Sinn kommt, ja, wo ihr schon immer mal wissen wolltet, wie es da drin aussieht, in irgendeinem Gebäude, hinter irgendeiner Wand, ja. Das war's im Prinzip schon mit dem Glitch, mit dem Wall Breach. Und wie immer, wenn ihr mich in Replay Oldschool gerne unterstützen möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung. Da sind ein paar Links für alle, die sowieso gerne bei Amazon einkaufen. Danke fürs Zuschauen jetzt. Ihr haut rein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.